Jo, Freunde, Xenox hier und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute Montag 19 Uhr, wir haben eine neue Spieler-SPC bekommen und zwar nicht irgendeine, denn es ist der gute Malen, ja, ein sehr gefragter Spieler am Anfang von FIFA schon damals mit seiner OTW-Karte. Leider hat er, glaube ich, nur einen Inform bekommen und jetzt hat er eine sehr, sehr starke Foot Fantasy-Karte bekommen, Leute. Diese Karte besprechen wir heute. Ich sag euch meiner Meinung nach, ob sie diese Karte lohnt oder eben nicht. Und auf den ersten Blick sieht die schon richtig, richtig geil aus. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben und ein Abo dazu lassen, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal drauf, schauen uns die Karte gleich genauer an und wie wir ihnen verlinken können. Und am Ende gebe ich mein Fazit. Würde ich diese Karte abschießen, ja oder nein? So, wir kriegen Prime Electrum Spieler Pack, Jumbo Premium Gold Pack, 82 Rating und 86er Rating. Heißt, unter 100k kann man diese SPC auf jeden Fall abschließen. Hier braucht man sogar ein Inform, also ich denke mal unter 100k. Wenn ich falsch liege, tut es mir leid. Ich werde den Preis gleich in den Kommentaren oben anpinnen. Dann habt ihr den genauen Preis, wie viel man genau für beide SPC hier abgeben muss. Und dann gehen wir auf den Spieler. Also, leider hat er nur mittelgeringe Arbeitsraten. Hochgering wäre besser für einen Stürmer gewesen. Und leider hat er auch keine 4 Sterne schwacher Fuß bekommen. Ja, 4 Sterne Skills ist cool. Aber 3 Sterne schwacher Fuß als Stürmer ist halt nicht so geil. Erinnert mich so ein bisschen an Depay. Depay hat ja 5 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Ähnliche Werte zu malen. Aber ja, 3 Sterne schwacher Fuß stürme ich auf jeden Fall. So, da denke ich sogar, dass mittelgering gar nicht so schlimm ist. Eher die 3 Sterne schwacher Fuß. So, wir haben ein Tempo von 97. Ein Schuss von 90, auch ein gutes Passen, ja, Freistoßpräzision braucht er nicht, das einzige Orange beim Passen. Dann das Dribbling ist super, vor allen Dingen 92 Beweglichkeit, 91 Dribbling, 82 Ballkontrolle, 89 Reaktion ist auch nicht schlecht. Und dazu hat er eine 92er Ausdauer, 87er Stärke, 90 Sprungkraft, 85 Kofferversion. Ja, wie gesagt, erinnert mich an die neue Road to the Final Karte von Depay. Keine schlechten Werte, wenn ich ein Campstyle auswählen müsste, ist es wahrscheinlich Hawk, Sprungkraft auf 99, Stärke und Aggressivität nochmal hoch. Marksman kann man gut geben, Engine vielleicht auch, um die Wirklichkeit und Balance nochmal zu pushen. Und als Eigenschaft hat er den Flair und den Außenschuss. Und hier ist der Außenschuss sehr, 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 sehr wichtig. Denn Leute, mit dem Außenschuss kann er den einen oder anderen Schuss dann mit seinem starken Fuß machen, auch wenn er auf seinem schwachen linken Fuß liegt. Er eigentlich mit links schießen müsste. Durch den Trade könnte er aber dann mit rechts abziehen, durchhalten mit dem quasi mit dem Außenrisschuss. Deswegen ist der Außenrisschuss sehr, sehr geiler Trade. Auch der Flair ist sehr gut. Und nicht zu vergessen, er kann noch ein plus 3 Upgrade bekommen. Er kann auf die 99 Tempo kommen. Er kann auf 94 Dribbling kommen. Auf 90 Physis oder 89 Physis. Also diese Karte hat großes Potenzial, plus 3 Upgrade zu bekommen, ja. Und dann schauen wir uns an, wie wir den guten Malen linken können. Ich bin noch am überlegen, den mitzunehmen. Ich habe vieles untrade. Ich glaube schon, dass ich ihn einfach mal aus Just for Fun bin. Ich bin zwar kein Dortmund-Fan, ich bin Bayern-Fan, aber man kann ihn ja trotzdem mitnehmen, ne? Man hat ja keinen Hass gegen Dortmund und der Spieler ist wirklich ganz cool. So, wir gehen mal auf die Bundesliga Dortmund-Karten. Schauen wir uns mal an, welche guten Karten es da gibt, welche wirklich guten Karten man auch spielen kann. Bellingham, der ist zwar sehr teuer, Guerrero ist sehr, sehr nice, Witzel, ja gut, Witzel 72 Tempo eher nicht so. Haaland wird der eine oder andere wahrscheinlich noch spielen. Emre Can, ja, der ist sehr, sehr geil. Den spielt man immer noch. Kostet wahrscheinlich nicht mal viel. Akanji kann man auch immer noch spielen. Schulz kann man noch spielen. Vor allen Dingen Akanji mit 85 Tempo. Collins natürlich mit 89. Wie konnte ich den vergessen? Und auch ein Inform von Bellingham. Den kann man auch noch spielen. Also es gibt einige Möglichkeiten. Jetzt gehen wir mal auf Niederlander. Fällt mir ein Spieler ein, den ich damals bereue, nicht mitgenommen zu haben. Und das ist Frimpong. Ich habe mich für die Packs entschieden und nicht für ja, nicht für Frimpong, aber den bereue ich nicht mitgenommen zu haben. Ja, Frimpong, es gibt Boetus. Ich weiß nicht, ob er den noch holen kann. Wenn nein, aber vielleicht hat der ein oder andere den. Es konnte man sich sogar zweimal Frimpong holen. Ich habe beide nicht mitgenommen. Dann gibt es einen Chanchus, ja, Sanchuste, der mit 93 Tempo. Und das war's. Aber dennoch, die Linkbarkeit für den guten Malen ist vorhanden, Leute. Wie ich finde, eine sehr geile Karte. 3 Sterne schwacher Fuß, bisschen schlechter für den Außenrissschuss. Mittelgeringer Arbeitsgrad, muss man gucken, wie man damit klarkommt. Und damit bin ich raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Von mir gibt es einen Daumen nach oben für diese Karte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, macht ihr ihn. Und ich bin raus, haut rein, bis dann und ciao.